Wir müssen leider abreisen. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Abreisevlog hier von AIDA Cosma. Und ja, wir gehen jetzt noch frühstücken. Wir gehen jetzt zu Brot und Stulle. Und ja, da müssen wir schon leider von Bord. Um 9 Uhr ist unser Transfer. Was es bei Brot und Stulle gibt, zeige ich euch jetzt. Also hier seht ihr mal, es gibt so Baguette mit Pastrami zum Beispiel und Gouda, Ciabatta mit Tomate, Mozzarella, eine Klappstulle mit Kochschinken, Gurken und Honig, Feigensenf. Es gibt Lachsbrote, schwedisches Polarbrot, normales Brötchen und hier ist Strippe mit Salamigurken, Weintrauben und Pesto Rosso und Serrano-Stulle. Und auf der anderen Seite gibt es noch süße Sachen. Laugencroissant, oh, Käse-Schinken-Croissant, normales Croissant. Rosinen, Schnecken, Schokobrötchen, Vollkornbrötchen. Ein letzter Blick auf AIDA Cosma. Tschüss, war schön die Woche. Der Himmel ist bedeckt, so wie unsere Stimmung, weil wir zurück ins graue Deutschland müssen. Also war schön. Auf AIDA sehen! Wir sind jetzt im Flieger und soweit alles gut, ein bisschen Verspätung und wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass wir zwischenlanden müssen in Bulgarien zum Tanken, weil wohl 80 km/h wir Gegenwind haben und ja, also 4 Stunden 50 jetzt bis Bulgarien, dann Zwischenlandung und dann geht es dann weiter Richtung Frankfurt. Wir sind jetzt hier in Bulgarien gelandet und ja, wir dürfen alle sitzen bleiben während der Betankung, müssen aber die Gurte geöffnet halten und müssen sitzen bleiben in den Reihen, falls es im Falle des Falles schnell gehen muss, also falls ein Brand ausbricht, aber hoffen wir jetzt mal nicht und dann ja, geht es weiter Richtung Frankfurt. Da bin ich wieder zu Hause nach einer Woche AIDA Cosma im Orient und jetzt gibt es ein kleines Fazit von mir zu dieser Reise. Erstmal finde ich die Destination mega. Also ich liebe den Orient, ich liebe diese Städte, die wir besucht haben, also Dubai, Abu Dhabi, Doha war ich ja zum ersten Mal, in Maske zum zweiten Mal. Ich bin einfach ein Fan von diesen superlativen Städten. Größer, breiter, höher, Weltrekorde ohne Ende. Also ich liebe den Orient und vor allem diese Städte. Genau, also und tatsächlich ist auch so, dass diese Orte oder diese Region schon meistens gutes Wetter haben. Es gibt natürlich, wie auch überall,
Tage, wo es regnen kann oder bewölkter sein kann oder kühler sein kann, vor allem so Januar, Februar, kann man dann schon mal ein bisschen Pech haben, wenn man mit dem Schiff unterwegs sein kann. Aber dennoch, wir waren jetzt Ende März da, wir hatten immer super schönes Wetter. Jetzt am Abreisetag hatten wir ein bisschen Bewölkung, aber sonst hatten wir echt Glück mit der Sonne. Obwohl Muscat früh, irgendwann hatten wir morgens, ich glaube am Seetag, auf dem Weg nach Muscat, hatten wir ein bisschen Bewölkung, aber es war trotzdem warm und man konnte draußen liegen. Und danach nachmittags hat sich auch aufgeklärt. Das ist halt aber auf dem Meer so. Ansonsten, was kann ich zum Schiff sagen? Generell AIDA Cosma, das neueste Schiff der AIDA-Flotte, ist mir persönlich ein bisschen zu groß. Ich bin dann doch ein Fan von den etwas kleineren Schiffen, Diva, Bella, alles in der Richtung. Mit den Schiffen bin ich schon öfter gefahren, jetzt auch in Asien oder auch in Madagaskar und Mauritius, wo wir damals auf der Kreuzfahrt waren. Und die Größe der Schiffe gefällt mir einfach etwas besser. Klar, auf diesen größeren Schiffen wie Nova und Cosma, also in der Schwester, also das sind von der Größe ja dieselben, gibt es viel mehr Entertainment, viel mehr verschiedene Restaurants. Es gibt viel mehr à la carte Restaurants, es gibt viel mehr Spezialitätenrestaurants und natürlich auch viel mehr Buffet-Restaurants, viel mehr unterschiedliche Sachen, die man essen kann, wie zum Beispiel das japanische, diesen Teppanyaki-Grill, den wir getestet haben, aber auch Hotpot und so Sachen, die man sonst vielleicht zu Hause gar nicht testen kann. Also das finde ich tatsächlich cool bei den größeren Schiffen. Aber es ist mir dennoch zu groß. Wir hatten jetzt auch leider eine Zeit erwischt, wo schon Ferien angefangen haben. Das heißt, es war dann auch schon relativ voll. Aber die, die mit Kindern reisen müssen, müssen halt immer die Schulferien in Betracht ziehen. Und deswegen, ja, haben die meisten halt keine andere Wahl. Übrigens könnt ihr mal auch mal unten in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist zu den AIDA-Schiffen. Eher groß, doch lieber kleinere Schiffe. Manchmal hat man auch keine Wahl. Ne? Wir wollten jetzt. Jetzt haben wir halt AIDA Cosma gewählt, uns war die Destination egal. Manchmal möchte man aber auch zu einer Destination fahren und muss dann halt das Schiff nehmen, was halt da gerade fährt. Also da hat man nicht viel Auswahl manchmal. Aber wenn ich jetzt Wunschkonzert machen könnte, würde ich sagen, ich bin doch lieber ein Fan von den kleineren Schiffen. Das Entertainment-Programm ist natürlich viel größer. Es gibt viel mehr verschiedene Sportkurse, wie zum Beispiel dieses Fit for Drums, Hula Hoop. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auf den kleineren Schiffen jetzt auch mittlerweile da ist. Was man aber natürlich sagen muss, ist also zum Beispiel das Theatrium, die Technik, die da verbaut ist, was da aufgestellt wird aufgeführt wird an Shows und wie das Ganze, jetzt haben wir die Worte nicht ein, wie das Ganze aufgemacht wird, also zum Beispiel die Voice of the Ocean oder da gab es so eine Quizshow, die es auch im Fernsehen gibt. Jetzt wer weiß was, warum oder so. Es war dann im Studio X aufgeführt und das war wirklich, haben wir dann im Fernsehen geguckt, das sah wirklich professionell aus, als wäre es gerade im deutschen Fernsehen gewesen. Also das muss man sagen, Hut ab. Und wie gesagt, auch diese ganzen Spezialitätenrestaurants, wirklich ganz, ganz toll. Man kann viele verschiedene Sachen testen. Und auch dieses Buffet-Konzept finde ich ganz gut, dass man zum Beispiel, also dass die Buffets generell dasselbe Essen haben an drei aufeinanderfolgenden Tagen, so habe ich es gehört. Ich weiß nicht, ob es überall stimmt, das habe ich natürlich jetzt nicht überprüft. Aber die Buffet-Restaurants sollen an drei aufeinanderfolgenden Tagen immer dasselbe zu essen haben und dann wechseln sie es. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, in den anderen zu essen und verschiedene Sachen zu testen. Und entgeht einem aber nichts in den anderen Restaurants. Das war bei den kleineren Schiffen immer so, da gab es verschiedene Themenabende und dann muss man sich entscheiden, okay, gehen wir heute ins Markt, gehen wir heute ins Belladonna, weil da ist das Essen und dem einen gefällt das nicht und dem anderen gefällt das nicht. Das könnten sie auf den kleineren Schiffen auch einführen. Und die Poolsituation war schon ein bisschen blöd auf AIDA Cosma, denn die sind sehr, sehr weit verteilt, die Pools. Also es gibt einen ganz vorne, da waren wir die meiste Zeit. Dann gibt es diesen Infinity Pool, der richtig cool aussieht, aber der Mini ist ganz hinten am Schiff. Und da gibt es dann immer jeweils zwei Whirlpools dazu. Dann gibt es das, da gab es noch, glaube ich, ein oder zwei Whirlpools an der Seite vom Schiff, so verstreut, einfach so in der Mitte. Und dann gab es noch den Beach Club, das heißt, das ist der überdachte Bereich. Da ist halt, wenn draußen schlecht Wetter ist oder kalt ist oder windig, kann man da gut reingehen, da ist immer warm. Und man wird, glaube ich, auch sogar braun durch das Dach. Das lässt die UV-Strahlen durch. Und da hat man auch zwei Whirlpools und ein relativ ein größeres Schwimmbad. Aber das ist halt alles so zerstreut gewesen.
kann man natürlich Vor- und Nachteile draus sehen. Also ich finde das bei zum Beispiel auf Diva oder Bella hat man einen relativ kompakten Poolbereich mit Whirlpools und dann gibt es aber auch Sitzgelegenheiten, wo man nur die Füße reinlegen kann. Dann gibt es eine Etage unten noch einen Pool und weiter oben. Finde ich persönlich etwas besser gelöst. Aber das, wie gesagt, das ist alles meine Meinung. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass was negativ war, ist, dass der FKK-Bereich auf Cosma keinen Whirlpool hat und keine Dusche. Meine Mama und ihre Freundin gehen gerne in den FKK-Bereich. Und auf den ganzen anderen Schiffen, auch auf Nova, da waren sie nämlich letztes Jahr auf den Kanaren, gab es wenigstens einen Whirlpool und eine Dusche im FKK-Bereich. Auf Cosma gibt es das nicht. Und das heißt, man muss immer seinen Bikini anziehen, um sich halt ein bisschen abzukühlen oder zu erfrischen am Wasser. Das auch nochmal so als Nachteil. Aber generell, also ich will hier nicht alles schlecht reden. Der Urlaub war super schön. Es ist halt sehr lange Strecken zum Laufen. Das Schiff ist, glaube ich, 300 irgendwas Meter lang, vom einen Ende zum anderen. Also ich weiß nicht noch, als ich meine Schiffstour gemacht habe, gefilmt habe, habe ich fast mein Tagespensum an Schritten schon erreicht, weil ich immer hin und her gelaufen bin und eieiei. Für Kinder gibt es natürlich super viel zu bieten auf Aida Cosma. Es gibt zwei Rutschen, eigentlich drei, wenn man es so nennen müsste. Es gibt einen Kids Fun Park, es gibt Kletterwände, Basketball und Volleyball und also Shuffleboard, das ist aber nicht für Kinder, das ist generell. Also Entertainment-Programm, wie gesagt, gibt es so viel zu bieten auf Aida Cosma. Das ist tatsächlich, da ist für jeden was dabei und ja. Das so viel zum Entertainment. Generell finde ich, es war eine sehr, sehr gelungene Reise. Wie gesagt, Orient ist genau das, was mir gefällt. Also die Länder gefallen mir alle, auch wenn viele mir geschrieben haben, oh, ich würde mich jetzt nicht verhüllen, weil es war ja Ramadan und da wurde uns gesagt, dass wir doch ein bisschen darauf achten sollen, dass wir jetzt nicht zu freizügig rumlaufen, vor allem in Maskat oder in Doha. Dass wir ein bisschen unsere Knöchel bedecken und so weiter. Und viele haben mir dann geschrieben, nee, da würde ich ja gar nicht hinreisen. Ja, das muss man ja auch nicht, wenn man das nicht machen möchte. Deswegen ist es ja eben frei überlassen. Wenn man aber in so ein Land fährt oder fliegt, dann muss man sich doch an die Kultur, der Kultur anpassen, ist mal meine Meinung. Und der Kapitän hat es schön gesagt, wir gehen ja auch nicht in. Also jetzt, wenn man zum Beispiel in eine Moschee oder sowas gegangen ist, man geht ja auch nicht an sonntags in die Kirche als Katholik im Tanktop und Shorts. Ja, das war ganz gut vom Kapitän zusammengefasst. Übrigens, der Kapitän war auch super, der war sehr witzig. Die nautische Stunde von ihm war super, die Primetime. Also der Kapitän war auch echt top, sympathisch, witzig und auch attraktiv. Also den hätte ich auch nicht von der Bettkante gestoßen. Nein, alles gut. Nichts passiert. Ja, ich glaube, jetzt reicht es aber auch. Ich habe genug gequatscht. Es gibt bereits auf meinem Kanal das Q&A, das ist online. Ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram, die habe ich für euch beantwortet zur AIDA-Reise. Schaut da gerne mal vorbei, verlinke ich euch auch gerne bei dem i. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare eure Meinung zu großen, kleineren AIDA-Schiffen. Würde mich ganz doll interessieren. Und das war's. Das war die AIDA-Vlog-Reihe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, die letzte Reise ist jetzt schon wieder zu Ende. Mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Ich habe jetzt noch keinen Plan. Und mal sehen, vielleicht ändert sich das ja bald. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wo auch immer.